So Leute, jetzt gibt es 15 Fotos. Sind sie echt oder fake? Du entscheidest. Leute, wir spielen jetzt ein bisschen hier gegeneinander. Wer macht die meisten Punkte? Leute, das Video ist von der Weisen Eule. Schaut da sehr, sehr gerne vorbei. Lasst ein Like und ein Abo da. Und go. Hey, willkommen zu einem neuen Video. Hey, wie ja, ihr vielleicht hey, wisst, gibt es viele Bilder im Internet, die gefotoshoppt sind. Aber es gibt auch viele Bilder, von denen man denkt, dass sie tatsächlich gefotoshoppt sind. Aber es stellt sich heraus, dass dies nicht der Fall gewesen ist. Also dachten wir, es wäre lustig, ein Video mit 15 Fotos zu machen. Ja, hier ist irgendwo mein Punktestand. Und die andere Hälfte ist echt. Also liegt es an euch zu erraten, welche davon echt oder fake sind. Kein Problem. Wenn ihr mitspielen wollt, haltet am Ende jedes Fotos das Video für einen Moment an, damit ihr eure Entscheidung treffen oder aufschreiben könnt. Okay. Ich erzähle euch am Anfang des Bildes eine Geschichte und dann habt ihr Zeit, darüber nachzudenken. Dann ich glaube, ich kann das gut. Also ich glaube, ich bin wirklich gut da drin, sowas zu sehen. Ich lag und was wirklich hinter dem Foto steckt. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 15. Ja. Dieses Foto soll 1937 von einem Mann in Montana, einem Staat in Amerika, aufgenommen worden sein, der behauptete, einen riesigen Grashüpfer gefunden zu haben. Ein durchschnittlicher Grashüpfer ist etwa 5 bis 12,5 Zoll groß. Der Grashüpfer auf diesem Foto soll etwa 90 cm groß sein. Ist dieses Foto echt oder nicht? Fake. Ich muss nicht pausieren. Das Ding ist fake. Wenn ihr dachtet, dass dieses Foto eine Fälschung sei, hattet ihr recht. Grashüpfer können natürlich nicht so groß werden. In den 1930er Jahren waren Postkarten mit großem Essen oder großen Tieren unglaublich beliebt. Also wurde es wahrscheinlich von einer Firma gemacht, die Postkarten verkaufte. Ja, aber Nummer 14. Das konnte man sich denken. Hier sehen wir einige Bäume im Wald mit einer perfekten horizontalen roten Linie in der Mitte. Ist dies ein Beweis für Schäden an den Bäumen in der Gegend? Oder ist nein, ich sag, da war eine Flut oder so. Dies gefotoshoppt. Ich sag, es ist echt, weil da war das Wasser. Das Wasser stand so hoch. Und da war dann im Boden irgendwas Rotes, Wenn ihr dachtet, dieses Foto sei echt, hattet ihr recht. Am 4. Oktober 2010 brach die Wand eines Schlammbehälters in einem Aluminiumwerk in Aika, einer Stadt in Ungarn, ein. Glaubt es oder nicht, dies führte zu einer Flut von giftigem rotem Schlamm, der einige der Bäume so aussehen ließ. Aber guck, also ich möchte auch kurz sagen, ich schwöre, ich habe das Video vorher nicht gesehen oder so, das würde mir auch einfach den Spaß nehmen. 13. Aber das dachte mich gut. Im Jahr 2015 kursierte ein Foto des Maskottchen Löwen Leo, den ihr von dem ikonischen Logo für viele Hollywood-Filme kennt. Es gibt die Theorie, dass MGM damals einen Löwen durch einen MRT-Scan benutzt hat, um den Löwen in ihrem Intro brüllen zu lassen. Ist das so passiert oder wurde das nachbearbeitet? Ich glaube nicht, dass... Das wäre ja mega... Wenn ihr euch dafür entschieden habt, dass dieses Foto gefälscht ist, hattet ihr tatsächlich recht. Das Originalfoto ist von einem damals 2 Jahre alten Löwen namens Samson, der sich einem CAT-Scan unterzog, nachdem er in einem israelischen Zoo krank geworden war. Auf diesem Foto können wir sehen, wie MGM damals den Löwen für ihr berühmtes Intro brüllen ließ. So. Nummer 12. Okay, wieder ein Punkt. Chillig. Dieses Foto soll ursprünglich aus dem wissenschaftlichen Zentrum von Kuwait stammen, wo sie große Aquarien mit allen möglichen Fischarten haben. Und die sind geplatzt. Die Geschichte besagt, dass ein Becken geplatzt ist und ein Teil des Einkaufszentrums mit Haien überflutet hat. Ist dieses Bild echt? Ja. Was meint ihr dazu? Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, das sieht auch jetzt nicht so gefaked aus. Also ich glaube, das ist real. Ja. Ich weiß nicht, ob die Geschichte dahinter real ist. Wenn ihr dachtet, dieses Foto sei gefälscht, hattet ihr recht. Das Einkaufszentrum, das teilweise mit Wasser gefüllt ist, ist echt. Aber die Haie wurden mit Photoshop hinzugefügt. Verdammt! Außerdem ist dies nicht einmal in Kuwait passiert, sondern in Toronto, Kanada. Okay. An einer Union Station am 1. Juni. Oh, da war ich mal. Ich war mal an der Union Station. In Nummer Kanada. 11. Also, das ist in Toronto, ne? Ja. Hier sehen wir ein Foto von der Dreifaltigkeitskirche in Georgien, die an der Grenze zu Russland liegt. Dieses erstaunliche Foto einer Kirche aus dem 14. Jahrhundert befindet sich in einer Höhe von 2170 Metern auf dem Berg Kaspergi. Der Hintergrund des Fotos soll ein verschneiter Berg sein. Glaubt ihr, dass dieses Foto echt ist? Ja, warum nicht? Ja, klar, das ist so. Ja. Ich sage es echt. Wenn ihr euch dafür entschieden habt, dass dieses Foto und der Hintergrund echt sind, habt ihr richtig gelegen. Ja. Dieses Foto wurde zur richtigen Tageszeit aufgenommen, zu einer Zeit, als es geschneit hat. Da die Kirche auf einer Höhe von 2170 Metern liegt, ergibt sich auch dieses schöne Bild. Nummer 10. Okay, einen Fehler haben wir bis dato. Im Jahr 2015 hat ein Instagram-Nutzer namens Pilot Gunso alle schockiert, als er mehrere Fotos von sich mit einem Selfie-Stick aus einem Flugzeug veröffentlichte. Diese Geschichte schaffte es sogar in einige bekannte Nachrichtenkanäle wie The Daily Mail und The Mirror. Glaubt ihr, dass dieses Foto echt ist? Nein, ist nicht echt. Ist nicht echt. Also der Druck sozusagen, du hast ja auch mit dem Flugzeug eine gewisse Geschwindigkeit. Nee. Never ever. Geht nicht. Wenn ihr euch dafür entschieden habt, dass dieses Foto gefälscht ist, lagt ihr richtig.
Wie auf diesem Foto zu sehen ist, hat er den Hintergrund von einem Himmel von Google übernommen. In der Reflexion seiner Sonnenbrille können wir auch deutlich sehen, dass er auf dem Boden steht. Außerdem ist es natürlich nicht möglich, während des Fluges das Fenster zu öffnen. Man würde einfach aus dem Flugzeug gesaugt werden. Nummer 9. Im Februar 2005 waren die Profi-Tennisspieler Roger Federer und Andre Agassi in Dubai bei den ATP Dubai's Men's Open, einem 1-Million-Dollar-Turnier. Während sie in der Stadt waren, nahmen sie an einem Publicity-Stunt auf einer Hubschrauberplattform auf dem Dach des luxuriösen Burj Al Arab Hotels teil. Jetzt möchte ich natürlich von euch wissen... Also ich weiß nicht, ob die Geschichte kann halt wieder gefaked sein, aber ich weiß, dass mal so zwei Tennisspieler irgendwo auf so einem Dach Tennis gespielt haben. Ist dieses Foto echt oder nicht? Also ich glaube, ich hätte mich das nicht getraut. Wenn ihr dachtet, dieses Foto sei echt, hattet ihr recht. Ja. Dieses Hotel ist in der Tat das Burj Al Arab Hotel, das auf einer künstlichen Insel in Dubai gebaut wurde. Die Hubschrauberplattform, die auf diesem Foto zu sehen ist, wurde vorübergehend als Tennisplatz für einen Werbegag eingerichtet. Obwohl es nur vorübergehend war, hat es für einige besondere Fotos gesorgt. Ja, Nummer 8. Da kriege ich schon schwitzige Hände, wenn ich nur dran denke. Dies wäre eine U-Bahn-Station, die sich im Zentrum von Stockholm in Schweden befindet. Die Rolltreppe sieht aus, als würde sie in die Hölle führen, was ziemlich abgefahren aussieht. Echt. Es sieht auch aus wie ein Lavastrom, der herunterkommt. Die Frage ist natürlich, ob das echt ist oder ob das Bild gefotoshoppt wurde. Ich kann mir vorstellen, dass es echt ist. Doch. Also, das mit der Hölle, die Story klingt... Dann hattet ihr recht. Dies ist tatsächlich eine Stockholmer U-Bahn-Station, deren Decke so bemalt wurde, dass sie der Unterwelt ähnelt. Anscheinend haben mehrere Stationen in der Gegend ihr eigenes einzigartiges Design. Ziemlich cool, dass sie eine langweilige U-Bahn-Station in eine Kunstgalerie verwandelt haben. Ja. Nummer 7. Aber trotzdem, warum Hölle? Auf diesem Foto sehen wir ein Filmteam von National Geographic, das in Colorado eine Dokumentation dreht. Sie waren dabei, Bilder von Wildtieren zu machen, als sie anscheinend auf diesen Bären stießen und sie versuchten, so schnell wie möglich wegzulaufen. Irgendwie sieht das Bild ein bisschen gefaked aus. Also, weiß nicht. Das könnten auch einfach 5 Kollegen sein, die sich einen Spaß erlaubt haben. Foto echt? Was meint ihr dazu? Ich sage es gefälscht. Ich kann mir diese... Nee, der Bär... Habt ihr gedacht, dass das eine Fälschung ist? Dann lagt ihr richtig. Dieses Foto ging auf Facebook viral und als es auf Reddit erschien, war es nicht mehr zu stoppen. Der Mann in Blau sagte, als sie sich die Fotos ansahen, sahen sie die Möglichkeit, einen Bären hinein zu photoshoppen. Der Bär ist also ein Stockfoto, das man hier sehen kann. Sehr nice. Nummer 6. Auch wieder richtig. Auf diesem Bild sehen wir einen asiatischen Jungen beim Walkworking. Als einer seiner Freunde in die Küche kam, traute er seinen Augen nicht. Er knipste schnell ein Bild, genau zur richtigen Zeit. Und das Bild ging natürlich viral. Wie ihr sehen könnt, sieht es aus wie eine große Welle aus Reis, die in der Luft hängt. Glaubt ihr, dass das echt ist? Ich kann mir vorstellen, dass das echt ist. Der Boy hat einfach krasse Vox-Skills. Habt ihr euch dafür entschieden, dass dies eine Fälschung ist, dann hattet ihr recht. Aber das ist nicht gefotoshoppt. Es ist in der Tat eine 4000-Dollar-Skulptur. Die Jungs haben so getan, als würden sie arbeiten. Aber dies ist einfach ein Kunstwerk, das man irgendwo in Tokio kaufen kann. Für 4000 Euro? Wer macht denn für 4000? Dieses seltsame Foto stammt aus den 1930er Jahren, auf dem man ein Baby in einem Drahtkäfig sitzen sieht. Und jetzt habe ich für euch die krasse Geschichte dazu. Das ist echt. Die Eltern, die in den überfüllten Städten in England lebten, konnten ihr Baby aus der Wohnung ins Sonnenlicht setzen, damit es im Schutz des Käfigs etwas frische Luft bekommen. Ist doch gut, oder nicht? Weil da ist wahrscheinlich ist wie so eine Katzenklappe für das Baby. Konnte. Ist das wahr? Oder ist das gefälscht? Ich finde das ist echt. Gut, man muss natürlich sehr, sehr viel Vertrauen in diese Konstruktion haben. Wenn ihr dachtet, dass dieses Foto echt ist, hattet ihr recht. Dieses verstörende Bild wurde tatsächlich in den 1930er Jahren aufgenommen. Das lag daran, dass die Tuberkulose auf dem Vormarsch war und man dachte, diese Art der Belüftung sei eine gute Idee gegen diese Epidemie. Glücklicherweise erkannten die Menschen früh genug, dass dies offensichtlich nicht akzeptabel war. Also ich meine, und es wurde schließlich... Wenn man keinen Balkon hat, kann man das Baby doch da so rausstellen. ...wieder eingestellt. Nummer 4. Dieses Foto eines Seeungeheuers tauchte um 2009 im Internet auf. Es scheint so, als wäre ein Seeungeheuer an die Küste angespült worden sein. Diese Kreatur hat große Zähne und ein seltsames Aussehen, das angeblich der Seeschlange ähnelt, die um 1817 vor der Küste der Gegend von Gloucester in Massachusetts gesehen wurde. Und jetzt zu euch. Ist dieses Foto echt oder fake? Das ist fake. Es wäre eine gigantische Seeschlange. Ich musste dafür ziemlich viel recherchieren, aber dieses Foto ist gefälscht. Dieses Seeungeheuer wurde 2009 in Photoshop von einer Person namens Alan A. Friswell erstellt. Dieser Mann ist ein Experte im Modellieren von Dinosauriern. So enthüllte er 2013, dass er ein unschuldiges und fiktives Biest als Kunstwerk erschaffen hatte. Nummer 3. Ein Fehler haben wir. Auf diesem Bild sind mehrere hundert chinesische Soldaten zu sehen. Es sieht so aus, als würden sie alle gleich aussehen und in perfekter Formation marschieren.
Sie würden dies tun, um die Armee größer aussehen zu lassen. Ist dieses Bild echt? Oder glaubt ihr, dass einige Soldaten auf dem Bild via Photoshop hinzugefügt wurden? Ah, ja, das weiß man nicht. Vielleicht wurde jemand kopiert. Ich sag, dieses ist einfach echt. Wenn ihr dachtet, dass dieses Bild echt ist, hattet ihr recht. In Wirklichkeit sind das sehr disziplinierte Truppen, die durch die Straßen marschieren. Diese Truppe wird auch die Marine der chinesischen Volksbefreiungsarmee genannt, die sich während einer Militärparade im Oktober 2009 der Öffentlichkeit präsentierte. Dies sollte Vertrauen ausdrücken und natürlich auch den Feind einschüchtern. Ja. Nummer 2. Hier sehen wir angeblich vulkanische Blitze, die bei Vulkanausbrüchen auftreten. Allerdings wissen die Wissenschaftler nicht, wie die Bedingungen während einer Eruption zu einer elektrostatischen Entladung beitragen. Es gäbe aber auf jeden Fall mehrere Varianten davon. Ja, das ist wegen der Hitze und der Luft. Dass dieses Bild echt ist? Ja. Dann hattet ihr recht. Diese unrealistischen Bilder scheinen nicht von dieser Welt zu sein und könnten aus einem Science-Fiction-Film stammen. Junge. Dies ist aber nicht der Fall. Dieses Foto wurde zum Beispiel in Chile während des Ausbruchs eines Vulkans aufgenommen. Die Blitze sind das Ergebnis großer Mengen statischer Aufladung, die dadurch verursacht werden. Definitiv ein schöner Anblick. Geisteskrank, Junge. Ist ja nicht schlimm genug, dass so ein Vulkan ausbricht, aber plötzlich auch noch Blitze. Nummer 1. Ja, das ist jetzt fake. Auf diesem Foto sehen wir die irische Schlossinsel. Dieses Weltwunder scheint zu schön, um wahr zu sein. Oder doch nicht? Rein rechnerisch ist es doch jetzt fake, oder nicht? Einer Insel an der Westküste Thailands. Sie ist Teil des Nationalparks und vielleicht wohnt sogar jemand in dem Schloss. Was meint ihr dazu? Ich glaube, das ist fake. Also muss es sein. Wenn ihr dachtet, dieses Foto sei eine Fälschung, hattet ihr recht. Diese Felseninsel gibt es wirklich. Es befindet sich nur kein Haus darauf. Tatsächlich ist das Haus oder die Burg aus Liechtenstein in der Nähe von Hohenau, Deutschland. Derjenige, der das Foto bearbeitet hat, ist seinem Handwerk ziemlich vertraut. Denn er hat sogar kleine Details hinzugefügt, wie zum Beispiel eine Treppe am unteren Ende. Ja, das hat's wirklich so richtig gemacht. Wie viele dieser Bilder habt ihr richtig? Ja, ich war krass.